Moin Leute, ich habe mir nach langer Zeit mal wieder einen Gimbal gekauft und zwar den DJI Ronin SC. Bevor ich euch den vorstelle, wir da mal ein bisschen genauer drauf gucken, aber vielleicht mal die Sinnfrage, warum überhaupt ein Gimbal? Heutzutage haben die Kameras ja alle mega gute Bildstabilisatoren. Ja, das hängt natürlich so ein bisschen vom Anwendungsfall ab. Wenn ihr einfach nur eine ruhige Kamera haben wollt, also wenn ihr zum Beispiel, sag ich mal, Vlogs macht, ihr euch jetzt selber filmt, ihr die Kamera, sag ich mal, in der Hand haltet oder ihr auch einfach nur mehr oder weniger statische Bilder habt, dann braucht man meiner Meinung nach heutzutage gar keinen Gimbal mehr, denn da machen die Bildstabilisatoren einen extrem guten Job. In dem Moment, wo es aber um Bewegung geht, also wo ihr lauft, vielleicht auch rennt, wo ihr ja vielleicht aus einem Auto heraus filmt, also all solche Sachen, da kann ein Stabilisator dann irgendwann auch nichts mehr ausrichten und da wird es dann halt auch so ein bisschen shaky. Ich habe da auch mal so ein paar Vergleichsaufnahmen gemacht, bin hier mal so ein bisschen durch den Hof gerannt und da sieht man halt auch, was der Gimbal kann, beziehungsweise wo der Stabilisator seine Grenzen hat. Das Problem bei dem Gimbal, meiner Meinung nach, ist das Gewicht. Das heißt, also wenn ihr jetzt so als Anwendung wirklich das Vloggen habt, also selber filmen, dann hält man so einen Gimbal, ehrlich gesagt, nicht lange in der Hand. Also wenn man den so am langen, ausgestreckten Arm hält, da hat man irgendwann echt Arme wie Popeye. Also da würde ich immer empfehlen, Bildstabilisator, vielleicht irgendwie so ein kleines Handstativ darunter, zum Beispiel so ein Gorillapod und gut ist. Für mich persönlich ist der Anwendungsfall, dass wir Videos drehen, wo ich auch so ein bisschen durch die Gegend laufe, wo ich mal ja, von rechts nach links gehe und so weiter. Und da ist es halt für den Kameramann einfach deutlich einfacher, wenn er einen Gimbal in der Hand hat und dann einfach mitgehen kann. Schauen wir doch erstmal in das Paket rein. Also der Ronin SC, der kommt in so einer Styropor-Box. Darin wird er geliefert und darin kann man ihn auch ganz gut aufbewahren. Ja, ich zeige euch mal, was da alles so drin ist. Als erstes habe ich hier den Griff und in dem Griff ist auch gleichzeitig der Akku. Der Akku soll etwa 10 bis 11 Stunden halten. Muss ich gestehen, habe ich jetzt noch nicht bis zum Ende ausgereizt, aber bisher hat er auch noch nicht schlapp gemacht. Dazu kommt so ein kleines Stativ, damit kann man ihn abstellen oder aber auch um den Gimbal in zwei Händen zu halten. So, dann natürlich der eigentliche Gimbal bzw. die Motoren. Das ist sehr schön gelöst. Schiebt man einfach hier rein und dann wird das mit so einem Knebel arretiert. Und dann hat man im Grunde genommen schon das Wichtigste zusammen. Es ist dann noch so eine Handyhalterung dabei. Was man damit machen kann, das zeige ich euch später. Ihr habt diverse Kabel dabei. Also ich habe hier einfach so ein USB-C-Kabel. Das funktioniert für meine Panasonic GH5. Es gibt bei DJI so eine Kamerakompatibilitätsliste. Da könnt ihr dann mal reinschauen, ob ihr ob eure Kamera direkt unterstützt wird oder ob ihr da vielleicht noch irgendein extra Kabel dazu braucht. Ja, dann ist halt noch einiges an Kleinkram dabei. Natürlich eine Schnellwechselplatte. Zu der Schnellwechselplatte gibt es noch so ein Erhöhung nennt man das, glaube ich. Also damit die Schnellwechselplatte einfach etwas tiefer ist, das ist dann ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel ein Objektiv habt, was ein bisschen größer ist, weil sonst würde das hier stören. Ja, und ansonsten ist eigentlich nicht mehr viel dabei, Ladekabel und so ein Zeug. Was ganz schön ist, der Gimbal lässt sich über USB-C aufladen. Das heißt, ihr habt hier vorne, habt ihr dann so einen Anschluss und da steckt ihr einfach euer USB-C-Kabel rein und ladet ihn dann auf. Kleiner Schönheitsfehler bei der ganzen Geschichte, wie ich finde, der Griff, also der Akku, der lässt sich nicht alleine aufladen. Also der Ladeport, der ist hier in dem Gimbal. Ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn man jetzt irgendwie nur den Griff irgendwo hinlegen kann und dann auflädt. Aber nee, das muss halt immer so connected sein. Der Griff selbst hat hier aber eine Akkuanzeige. Wenn man da drauf drückt, sieht man halt, wie voll der Akku ist. Ist jetzt natürlich voll geladen. Ja, und das war es eigentlich auch schon vom Lieferumfang. Das ganze Ding einrichten und zusammenbauen ist relativ simpel. Es gibt hier verschiedene Arretierungsknöpfe. Damit kann man die verschiedenen Achsen lösen. Also jetzt ist das alles gelockt. Die kann ich jetzt hier mal öffnen. So, und jetzt habe ich die drei Achsen erstmal gelöst. Und dann, jetzt müssen wir das erstmal sortieren.
Na, irgendwo kommt denn das Haar hierher? Verdammte Hacke nochmal. So, und ja, dann kommt die Kamera hier einfach rein. Und dann geht es eigentlich auch schon an die Ausrichtung. Man muss den Gimbal nach Möglichkeit so ausrichten, dass die Kamera ohne dass man den Gimbal aktiviert hat, jetzt in keine Richtung abkippt. Ich habe meistens beim Filmen das Display draußen. Ihr solltet natürlich die Kamera schon so zusammenbauen, ja, wie auch das spätere Setup ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier noch irgendwas dran baut, also zum Beispiel hier das Kabel, das muss vorher dran. Oder ich habe auch meistens noch so eine kleine Funkstrecke hier oben drauf, diese Rode, dieses Mini-Ding. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich damit parallel aufnehme. Aber das solltet ihr natürlich alles draufbauen, so dass ihr dann auch das reale Gewicht habt. Je genauer ihr das macht, umso besser funktioniert es natürlich hinterher. Aber ich habe festgestellt, dass der Gimbal auch ein klein bisschen verzeiht. Also das heißt, wenn man das nicht so 100% perfekt macht, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Zu dem Gimbal gibt es dann eine App. Der connectet sich auch sehr schön schnell, das finde ich sehr gut. Und jetzt gibt es halt hier die Möglichkeit, den Motor fein zu justieren. Also nachdem ihr das alles eingerichtet habt, geht ihr in die App und dort in die Motorparameter und dort gibt es dann eine automatische Anpassung. Das lässt man dann laufen und ja, dann wackelt der hier auch so ein bisschen, rötelt so ein bisschen und circa 5 bis 10 Sekunden später ist das Ganze dann gelaufen und schon ist der Gimbal einsatzbereit. Wenn ihr jetzt später diesen Handyhalter benutzt, den braucht man zum Beispiel für das Tracking, zeige ich euch wie gesagt später. Da hatte ich am Anfang das Problem, als ich den drauf hatte, ich habe dann auch die Kamera ausbalanciert, das lief auch alles, aber als ich den Gimbal angemacht habe, hat er immer angefangen so zu vibrieren. Da müsst ihr nach der Ausbalancierung noch einmal diese automatische Anpassung laufen lassen und dann funktioniert das wunderbar. Ja, den Gimbal, den könnt ihr jetzt direkt benutzen. Also ihr seht, ja, funktioniert alles wunderbar. Ich kann dann über den Joystick hier, kann ich natürlich die Lage noch justieren. Ich habe hier noch einen Knopf für die Aufnahme. Darüber kann ich auch fokussieren, wenn ich den halb durchdrücke. Wenn ich ihn ganz durchdrücke, dann startet die Aufnahme. Links daneben der M-Knopf, der ist für die verschiedenen Modi. Die Modi, das zeige ich euch gleich noch. Es gibt dann noch eine ganze Menge an Einstellungen. Hier vorne habt ihr so eine Taste. Wenn ihr die festhaltet, dann wird der Gimbal quasi arretiert, also er neigt sich dann nicht mehr mit. Also und wenn ich jetzt hier unten drehe, er bleibt also immer nach vorne ausgerichtet. Lasse ich hier los, dann geht er wieder mit, ja, und neigt sich auch. Drückt man dreimal hier vorne auf den Knopf, dann fährt die Kamera in Selfie-Modus. Und ja, zweimal klicken, dann schaut sie wieder nach vorne. Die Frage ist ja auch immer, was geht auf so einen Gimbal drauf, was kann man da draufladen? Also der Ronin SC ist natürlich der kleinste Gimbal aus der Serie. Es gibt ja den Ronin, den mit den zwei Griffen für die richtig fetten Kameras, Red und Co. Dann gibt es den Ronin S, der ist schon deutlich kleiner. Der ist dann so, ja, für die ganzen DSLRs und der Ronin SC, der ist halt wirklich eher für die spiegellosen Kameras, also hier zum Beispiel Panasonic GA5, Sony Alpha und Konsorten. Ich habe jetzt aber mal testweise hier das 10-25 1.7 von Panasonic draufgepackt. Sehr geile Linse. Blende 1.7 mit einem Zoom von 10 bis 25 mm, aber ihr seht, das ist echt ein ganz schöner Oschi. Das Gute an der Linse ist, die ist nicht so extrem schwer, wie sie aussieht. Also wiegt natürlich schon ein bisschen was, nicht wie dieses kleine, was ich sonst nutze, aber das packt der Gimbal auch. Ich musste jetzt hier natürlich diesen Objektivsupport drunter bauen, also diese kleine Stütze. Allerdings muss man aufpassen, hinten ist dann natürlich nicht ganz so viel Luft, also wenn ich das jetzt hier mal umdrehe. Das heißt, irgendwann schlägt die Augenmuschel hier an diesen einen Motor. Was ich auch sehr cool finde, wenn man einmal nur kurz den Ein-Ausschalter drückt, dann werden quasi die Motoren entlastet oder ausgeschaltet. Also jetzt könnt ihr hier quasi irgendwas machen, die Balance nachjustieren, dann einmal den Ein-Ausschalter drücken und dann ja, ist alles wieder im Lot.
Wo man sich am Anfang so ein bisschen mit beschäftigen muss, das sind diese Benutzerprofile. Die sind aber echt mächtig und deshalb will ich euch mal zeigen, was man damit so ein bisschen machen kann. Da nimmt man nämlich die ganze Feinabstimmung von dem Ronin vor. Das geht alles über die App. Dort könnt ihr 3 Profile programmieren und die kann man dann natürlich auch hinterher über die M-Taste direkt umschalten. Die Programmierung selbst geht aber in der App. So, ich bin jetzt hier im M1 und was man als erstes auswählen kann, ist, welche Achsen quasi gelockt werden. Also der Standardmodus ist natürlich Pan and Tilt Follow. Das ist halt das, was man kennt. Das heißt, der Gimbal folgt meinen Bewegungen, wenn ich nach rechts und links drehe oder auch, wenn ich rauf und runter gehe. Wenn ich das jetzt umschalte, hier zum Beispiel auf Pan Follow, dann habe ich immer noch die Bewegung in der Drehachse, aber wenn ich die Kamera jetzt nach vorne neige, dann bleibt sie stabil. Das ist natürlich ganz cool, wenn man mal so ein bisschen rauf oder runter fahren will mit der Kamera, dann bleibt sie halt nach vorne in der Blickrichtung. Dann kann man hier noch FPV, also das ist quasi First Person View, da geht sie also quasi in alle möglichen Richtungen mit. Brauche ich persönlich jetzt nicht so sehr. Custom gibt es noch. Wenn ihr auf Custom geht, dann könnt ihr jeden Motor einzeln ein- und ausschalten. Also bei Customize könnt ihr dann einfach auf die Motoren tippen und die dann quasi anwählen oder abwählen und euch somit dann ein ganz eigenes Profil machen. Dann gibt es noch 3D Roll 360 und wenn ich da drauf gehe, dann geht die Kamera nach oben. Ich dachte erst, was soll das denn? Aber das ist ziemlich cool. Ihr könnt sie jetzt zum Beispiel so nach vorne halten und können dann mit dem Joystick sie 360 Grad drehen. Boah, kann man natürlich schon crazy Sachen mitmachen, brauche ich persönlich jetzt auch nicht, aber ich denke mal, wer so ein bisschen abgefahrene Videos drehen will, der wird diese Möglichkeit ganz cool finden. So, dann gibt es da unten noch 3 weitere Parameter. Das eine ist die Geschwindigkeit, das denke ich ist klar. Ich gehe jetzt mal hier auf niedrig. Wenn ich auf niedrig gehe, dann folgt er also ganz langsam meiner Bewegung. Ja, und damit man einen Unterschied sieht, gehe ich mal auf hoch. Und dann seht ihr, dann ist der Gimbal viel reaktionsfreudiger. Wo ich dann erstmal ein bisschen gucken musste, Totband. Was ist Totband? Ja, Übersetzung Deadband und ich habe dann auch eine Erklärung dafür gefunden. Das ist, wie viel Toleranz der Gimbal hat. Hoch heißt, dass er toleranter ist, dass man hier unten ruhig so ein bisschen shaken kann. Und niedrig heißt, dass er viel reaktionsfreudiger ist. Und dann gibt es noch einen Parameter, den finde ich persönlich auch sehr, sehr hilfreich. Und zwar nennt er sich manueller Schwenk. Der ist standardmäßig aus. Wenn ich den jetzt anmache, ich mache den jetzt mal auf Push, Pan and Tilt, dann könnt ihr einfach den Gimbal manuell ausrichten. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr müsst mal schnell eine Ausrichtung machen, dann könnt ihr hier einfach die Kamera einstellen, ja, und könnt den hier drehen. Ja, das geht auch nur bis zu einem gewissen Maß. Also manchmal will er das nicht so gerne. Also man sollte auch nicht zu sehr dran reißen. Aber um die Kamera mal eben kurz schnell auszurichten, quasi als Startposition, ist es schon ganz cool. Wenn ihr das ausmacht, das mache ich mal, dann geht das halt nicht. Dann sperrt er sich dagegen. Dann müsst ihr quasi die Kamera immer mit dem Joystick ausrichten. Geht natürlich auch, aber ich finde das mit dem manuellen Schwenk eigentlich ziemlich cool. Die verschiedenen Funktionen oder Features, die findet ihr dann in der App in dem Menüpunkt Create. Wenn ihr darauf geht, gibt es einmal Aufnahme. Aufnahme ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Fernsteuerung. Das heißt, dort könnt ihr den Gimbal über diesen virtuellen Joystick also steuern. Der nächste Punkt, den ich euch zeigen will, ist Force Mobile. Active Track kommen wir später zu. Force Mobile, das ist eigentlich ganz abgefahren. Wenn ich das aktiviere, wenn ihr jetzt mal auf meine Hand und auf den Gimbal achtet, ich habe jetzt quasi eine Bewegungssteuerung für den Gimbal in meinem Handy. Und das ist irgendwie schon abgefahren. Vor allem, das ist so reaktionsschnell. Also da ist irgendwie gar keine spürbare Latenz drin. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was soll der Quatsch? Wofür ist das? Ja, ich musste auch ein bisschen überlegen. Ich habe persönlich jetzt nicht so den Anwendungsfall dafür, weil ich ja nicht immer das Handy in der Hand habe, während ich dann filme. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht für so eine Art Zweimannbetrieb ganz gut ist. Also stellt euch vor,
Ihr habt wirklich eine Action-Szene, wo es um Verfolgung geht, also wo richtig Alarm ist. Dann kann ein Kameramann die Kamera führen, kann er ganz in Ruhe halten, kann sich darauf konzentrieren, dass er ja mitläuft, mitbewegt. Und ein zweiter könnte zum Beispiel über die App dann die Ausrichtung der Kamera vornehmen. Also das wäre so ein Anwendungsfall, den ich mir jetzt persönlich vorstellen könnte, für mich persönlich aber jetzt nicht direkt in Frage kommt. Active Track ist ziemlich cool. Active Track, ihr kennt das vielleicht aus, das kommt so aus der Drohnentechnologie. DJI hat ja auch viele Drohnen gebaut und da kann man ja die Drohne ein bewegtes Objekt verfolgen lassen. Und im Active Track ist es halt so, dass ich dann hier im Handy quasi ein Bild bekomme. Dafür muss ich das Handy auch tatsächlich auf die Kamera bauen. Und dann kann ich einfach ein Objekt markieren und die Kamera trackt dieses Objekt vollautomatisch. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Dafür muss ich allerdings die Kamera umbauen, muss das Handy oben drauf packen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich mich hier frei im Studio bewegen kann und die Kamera das Ganze trackt. Jetzt will ich euch mal das Active Tracking zeigen und ich hoffe, dass mein Versuchsaufbau hier mit den zwei Kameras funktioniert und ihr das alles ganz gut sehen könnt. Ja, der Anwendungsfall für mich wäre, ich möchte mich selber filmen und dabei bewegen und die Kamera soll mich dann tracken. Ich habe jetzt das iPhone oben auf die GH5 gebastelt, habe den Gimbal dann neu justiert, neu ausbalanciert. Ja, und im Grunde genommen muss man jetzt eigentlich nur noch in der App das Tracking starten. Das mache ich jetzt mal. So, da geht man auf Create und dann Active Track. Dann erscheint das Bild auf dem Handy. Ja, die große Herausforderung ist, ich sehe das jetzt nicht. Und kleiner Kritikpunkt an der Stelle, es wäre halt viel schöner, wenn das auch mit der Selfie-Kamera funktionieren würde. Tut es aber nicht. Das heißt, ich kann also nicht jetzt irgendwie sehen, was denn da eigentlich passiert. Aber ich habe herausgefunden, dass das Ding gar nicht so dumm ist. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hierher und tippe mal so blind einfach auf das Handy. Ah, und ihr seht, er hat mich, ne? Er hat mich. So, jetzt bewege ich mich hier einfach mal im Raum, gehe mal ein bisschen weiter weg. Und ihr seht, das funktioniert echt ganz gut. Ne? Also, kleiner Schönheitsfehler. Ich würde jetzt natürlich gerne eigentlich die Kamera ein bisschen anders ausrichten. Also ich hätte sie eigentlich gerne ein bisschen tiefer. Also ich bin ja jetzt ziemlich genau in der Mitte vom Bild. Aber man kann einfach hingehen, dann an den Joystick und dann die Kamera ein bisschen tiefer machen. Probier das mal, geh jetzt zurück. Ja, und das ist schon besser. Genauso könnte ich sie jetzt rechts, links nochmal ausrichten. Und ich muss sagen, das funktioniert eigentlich wirklich, wirklich sehr gut. Gucken, ob wir sie aus dem Tritt bringen. Das ist ein Hexenzeug hier. Was? Weg bin ich. Ja? Gucken, wenn ich hier hinten rauskomme, da bin ich. Oh, verdammte Scheiße, dieses Biest. Also, ich kann nur sagen, geiler Scheiß. Ne? Vielleicht müsste ich ein bisschen an der Trägheit justieren. Das geht aber in den Benutzerprofilen. Aber ich meine, wenn ich mir das so angucke, also für Leute, die sich irgendwie selber filmen, hey, das ist doch mega. Das Ganze in Verbindung mit einer Kamera, die eine Gesichtserkennung hat und einen Gesichtsautofokus, mehr geht doch nicht, oder? Für so Eigenproduktionen. Ich finde Active Tracking auf jeden Fall mega cool und das war schon wieder zu viel Sport für mich. Ja, jetzt müsste ich sie neu ausrichten. So, perfekt, Päuschen. Mann, ist das warm hier. Aber das Active Track ist schon eine coole Funktion. Hat natürlich auch so ein bisschen seine Grenzen. Wir haben das mal mit dem Motorrad ausprobiert. Und das Motorrad, das konnte die Kamera nicht so gut tracken, hat immer mich genommen. Also es ist mehr auf Personen geeicht. Und in dem Moment, wo ich dann seitlich zur Kamera war, beziehungsweise leicht dran vorbeigefahren bin, hat sie mich verloren. Also da muss man halt vorher mal so ein bisschen gucken, was geht, beziehungsweise
Man muss einfach schauen, dass man das Ding nicht überfordert, denn hexen kann es ja auch nicht. Es gibt noch ein paar weitere Funktionen, die würde ich euch mal kurz zeigen. Dafür könnt ihr das Handy auch hier direkt an den Griff bauen, entweder an die linke oder rechte Seite. Das eine ist eine Panoramafunktion. Das ist, ja, um Panorama zu fotografieren. Da gebt ihr euren Sensortyp und die Brennweite an. Und dann gebt ihr einfach eine, ja, linke obere Ecke an und eine rechte untere Ecke. Und dann wird halt automatisch das Panorama abfotografiert. Das nächste ist ein einfacher Zeitraffer. Das finde ich persönlich jetzt nicht ganz so spannend, weil hier ist jetzt keine Bewegung drin. Da sagt man einfach nur, ja, an welcher Position das Ganze passieren soll und gibt dann halt sein Intervall und die Aufnahmelänge an. Was interessanter ist, ist wahrscheinlich der bewegte Zeitraffer. Da kann ich jetzt verschiedene Punkte angeben. Also ich kann zum Beispiel sagen, das hier ist mein Punkt 1 und das hier ist mein Punkt 2 und zwischen diesen beiden Punkten soll dann ein Zeitraffer gemacht werden und da kann ich jetzt auch wieder einstellen, das Intervall, die Aufnahmelänge und die spätere Bildrate. Ähnlich funktioniert das für den Videomodus mit Verfolgen. Da habe ich jetzt hier mal einfach 3 Punkte hinzugefügt. Ihr könnt natürlich einfach über das Plus oder aber auch über den Mülleimer könnt ihr Punkte hinzufügen bzw. wegnehmen. Und jetzt sage ich einfach mal, ich möchte hier starten. Da soll die Kamera 6 Sekunden verweilen. Dann nehme ich den Punkt 2. Da soll sie einfach hier, ja, mal rüberschwenken. Das Ganze soll 6 Sekunden dauern. Und da soll sie dann 2 Sekunden verweilen. Und dann soll sie im dritten Schritt, ja, soll sie einfach direkt auf mich schwenken. Und das Ganze soll sie, sagen wir auch mal, 6 Sekunden machen und eine Verweildauer von 12 Sekunden. Und dann kann ich jetzt hier ein Preview machen. Beim Preview wird halt die ganze Kamerafahrt einmal schnell abgefahren. Also da werden halt diese ganzen Verweildauern und so weiter nicht mit berücksichtigt, weil sonst wäre das ja für einen Test, würde das wahnsinnig lange dauern. Wenn ich jetzt halt hier auf Aufnahme drücke, dann geht es los. Das mache ich jetzt einfach mal. Die App startet auch die Aufnahme automatisch in der Kamera. Ja, und jetzt sieht man hier eine Fortschrittsanzeige. Das müsste sie eigentlich, seht ihr, ganz langsam rumfahren. Also das ist schon sehr cool. Ihr habt vielleicht gesehen, in der App gibt es auch diesen Push-Modus. Wenn ihr den aktiviert, dann könnt ihr auch wieder den Gimbal von Hand ausrichten und müsst es nicht alles über einen Joystick machen. Ich finde aber für solche Geschichten mit solchen Kamerafahrten, da ist der Joystick natürlich dann deutlich genauer. Was ist das Fazit? Ich muss sagen, ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt so in den letzten 2-3 Jahren die Gimbals nicht mehr verfolgt. Ich hatte ja mal diesen Nebula, der war damals schon cool, aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Liga. Und ich finde, was DJI da gemacht hat in der Preisklasse, das ist schon total abgefahren. Also ihr habt ja gesehen, was man damit machen kann. Ihr müsst natürlich ein bisschen schauen, ob ihr den richtigen Anwendungsfall habt. Macht das Sinn? Also jeder, der mit viel Bewegung zu tun hat, für den dürfte es eine gute Investition sein. Oder vielleicht auch für jemanden, der sich selber filmen will und dann eventuell diese Tracking-Funktion benutzen möchte. Es gibt auch paar kleinere Kritikpunkte. Was mir aufgefallen ist, der Joystick, der ist für mein Empfinden, geht der verkehrt rum. Also wenn ich den nach oben drücke, dann geht die Kamera hoch. Ich wäre es aber eigentlich so gewöhnt, dass wenn ich ihn runterziehe, die Kamera nach oben geht. Also quasi wie im Flugzeug. Ich bin das einfach so gewohnt, habe wahrscheinlich früher zu viel irgendwelche Flugsimulationen gespielt. Ich habe bis jetzt noch nicht gefunden, wo man das in der App umprogrammieren kann. Wird es vielleicht mal mit einem Firmware-Update geben. Ja gut, der Ladeanschluss, das hatte ich schon erwähnt. Da kann ich mit leben, das ist nicht ganz so dramatisch. Was mir persönlich noch sehr gut gefallen würde, das wäre, wenn das Tracking mit der Selfie-Kamera funktioniert. Das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, ich kann das Ding eigentlich sehr gut empfehlen, wenn ihr den passenden Anwendungsfall habt. Der Preis von 359 Euro geht auch in Ordnung. Es gibt noch ein Pro-Pack, das ist dann ein bisschen teurer. Das kostet dann, ich glaube, 460, 470 Euro. Da habt ihr dann noch ein Fokusrädchen dabei, was man hier dran bauen kann. Das heißt, dann könnt ihr hier über ein Rädchen den Fokus der Kamera steuern. Das brauche ich persönlich nicht, weil ich bei der GH5 eigentlich immer
mit Tippen arbeite. Das heißt, ich tippe einfach dorthin, wo ich fokussieren will und dann passt das. Wenn ich mit so einem Gimbal arbeite, dann reiße ich auch meistens die Blende nicht bis zum Anschlag auf. Also dann arbeite ich auch eher mit Blenden so um 2,8 oder 4, vielleicht auch mal 5,6. Einfach um ein bisschen Spielraum zu haben. Also wer da wirklich mit extrem offener Blende arbeiten will, der hat natürlich immer ein bisschen Probleme bei der Bewegung, wenn er nicht eine Kamera hat, die also wirklich so einen mega guten Gesichtsautofokus hat. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen, vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Ich würde mich natürlich über ein bisschen Support freuen. Lasst einfach mal hier so einen Daumen da, wenn ihr das Ganze gut findet, teilt das Video oder ansonsten klickt ihr auch einfach irgendwelche Einkauflinks hier, Amazon und so weiter, unter dem Video an. Danke euch, tschüss.